Hallo und herzlich willkommen zurück zu Closure. Ja, ich habe ja gesagt, das ist jetzt wieder ein Spiel, was ich wieder aufgenommen habe. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit dafür. Und jetzt ziehen wir das Ding hier auch wieder ein bisschen mehr durch. Also an dieser Stelle alle, die bisher Closure verfolgt haben und jetzt rein zufällig wieder sehen, oh, es ist eine neue Folge da. Ja, ich habe keine Zeit gehabt, Closure aufzunehmen und deswegen wandern manche LPs bei mir Projekte. LP-Projekte einfach mal auf Eis. Muss leider sein. So. Außerdem kam ich hier auch nicht ganz weiter. So. Es ist ja schon einiges an Zeit vergangen seitdem. Ich habe ja das Prinzip hier immer noch verstanden. Das Spiel von Licht und Schatten. So, in der Zwischenzeit musste ich auch ehrlich ein bisschen was gucken, weil ich nicht mehr genau wusste, wie das, wo wir da hingen und wie das weitergegangen ist. Getun, getan. Weiter bin ich jetzt noch nicht. Ich habe es nur mal getestet. Und das war ja hier dieses, da haben wir noch zwei Level über sich. Diese Maske, was ist das? Oh nein, nein. It's your first magical power turns in to a tiny little girl with the long black hair and a silly beard. Whatever a silly bee is. So, hier ging es ja darum, das war sauschwer, habe ich gedacht, dass ich das mal gucken muss, wie ich das machen sollte. Wie gesagt, ich hatte keine Zeit aufzunehmen, dass ich oben rumlaufe und die ganzen Lampen hier sozusagen zurecht mache. Mir kam dann mal die kluge Idee, ich musste ja selbst ein bisschen testen. Habe ich ja letztes Mal auch ein bisschen offscreen gemacht in der vorletzten Folge. So, ich habe nämlich nochmal reingeschaut. Der Clou ist ganz, ganz einfach. Der Clou ist nämlich folgender. Lass das alles so, wie es ist. Lass es alles so, wie es ist. Und die Lösung liegt sozusagen am Fuß. Ich hoffe jetzt nur, dass ich nicht herunterfalle. Das wäre das Einzige, was jetzt vielleicht nicht passieren sollte, aber könnte. So, komme ich jetzt an die Lampe. Ja, das zum Beispiel. Ja, ja. Gut, nochmal für Anfänger und stupide Analphabeten. Natürlich ist niemand schlimm, der nicht lesen kann, aber es hat natürlich Vorteile. Aber das wissen diejenigen, welchen ja unter euch bestimmt auch. So, insofern eher Analphabeten sein, aber das ist nichts Schlimmes. So, dafür rede ich ja und deswegen, das macht auch Spaß. So. Also ich rede gerne. Spaß. So. Denn der Clou an der Geschichte ist the new. So. Denn man muss oben gar nicht rum, sondern man muss einfach nur unten entlang. So, und beim Test musste ich natürlich hier noch ein bisschen was verschieben. Ich bin mir unsicher. Komm, nehmen wir nochmal ein Stückchen die Murmel hier mit. Ein Stückchen, nicht direkt auf den Schlüssel, du Olle. So, so. Und wie soll uns das Ganze jetzt helfen? Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe nur getestet, dass man den Schlüssel dann hier ablegen könnte. Also ich meine so, hier. Was soll das uns jetzt bringen? Welche bösartigen Ideen stecken wohl dahinter? Ich kann es euch verraten, indem man, ich hoffe, das klappt jetzt, zurückspringt. Es hat geklappt, das ist schon mal gut. Man hier dieses, ne, hinlegt, den Schlüssel zurückholt, den Schlüssel dahin stehlt und jetzt bitte beachtet, auf das hier, das Licht jetzt da oben, so ein Wegwand, ungefähr so. Ja. Ja, der Sprung sollte möglich sein. Und jetzt peu à peu, Schritt für Schritt, gehen wir nach rechts. So, jetzt hätte ich aber gerne den Schlüssel da und genau und rein da und hier rauf. Si voilà, beaucoup, wir können hier drüber springen, haben le Rätsel gelöst. Sorry, ich habe ja gesagt, das ist echt ein interessantes Spiel damals und es ist interessant. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, das ist mir irgendwie so, ach ja, denk mal um. So, jetzt muss ich mich aber auch erstmal umgucken. Das sieht sehr nach Try and Error aus. Das sieht sehr nach Try and Error aus. Ich habe nämlich gerade... Ah, okay. Es leuchten die Leuchten der leuchtenden Leuchtigkeit. Das ist sehr schön, ja. Leuchten die Leuchten der Leuchtigkeit. Leuchten der Leuchten der Leuchtigkeit. Sind so wunderschön. Die kannst du hier nicht sehen. Kannst du hier nicht sehen. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal alles ausprobieren, was hier so passieren könnte. Okay, dann kann man hier unten lang. Dann kommt man da aber nicht hoch. Das heißt, der fährt hinten rum. Oben entlang.
dreht wieder um. Ah, er fährt 3 Bahnen, so wie ich das jetzt verstehe. Und in der Zwischenzeit muss man irgendwas schaffen. Das klingt schon mal ziemlich interessant. Okay, dann bleibt die Lampe da oben. Okay, gut. Okay, ja, das, ne, Lampen, die oben sind, sind unten nicht. Und, ne, dann ist ja im Grunde immer alles doll. Okay, dann wird's da heller. Na, schade, da komme ich nicht rüber. Wie gesagt, ich muss hier erstmal ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, welcher Hebel wofür ist. Okay, der ist dafür, dafür ist das Licht und da ist das Ziel. Oh, das bedeutet, wir müssen theoretisch erstmal hier in allen Dingern Licht reinkriegen. Und ich kann jetzt nochmal neu starten, weil es uns Spaß macht. Das unter anderem auch, nein. Bedeutet hier, wenn das Licht rauf und runter geht, müssen wir schon hier sein. Das bedeutet, alle Kugeln müssen zuvor hier links sein. Alter Schwede, das kann aber ein Spaß werden. Das kann ich euch aber erzählen. Weil ich sehe mich hier wahrscheinlich irgendwas nicht, weil sobald wir das Licht ja nach... Wie sollen wir denn die Kugel nach links bringen? Weil sobald wir die ja in den Händen haben, wir können ja hier nicht einfach durchlaufen. Versteht ihr? Ist, glaube ich, jetzt nicht so unverständlich, aber... So, ich laufe mal oben rum. Tu es dann aber doch nicht, weil ich bin so ein Genie. Das war das Ding, was aktiviert wird. Da drin wird das dann erleuchtet, sozusagen. Wie kriegt man denn jetzt zum Henker hier die Kugeln raus? Ich wette, ich sehe jetzt hier irgendwas... Oh, klar. Irgendwas nicht. Was total eindeutig ist. Etwas, was sogar du sehen würdest, wenn du keine Augen hättest. So eindeutig könnte es sein. Ja, ja, ja. So wird es wahrscheinlich auch sein. So, wenn das hier ist, komme ich da nicht drüber. Das bedeutet, es ist mies. Ich habe gerade mal keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich vergesse irgendwas. Wir können die Lampen vielleicht nicht unten rumbringen, aber wir können die vielleicht oben rum platzieren. Hier rein buxieren, sage ich jetzt mal so schön frech. Er hat reinbuxiert gesagt, er ist ein ganz schön taffer Junge. Ja, ich weiß. Sehr taff. Dann. So. Ja, und da hat sich mein Controller gerade verabschiedet. So, sorry. So, ja, mein Controller hat sich mal wieder selbstständig gemacht. Das ist sehr schön. Selbstständigkeit liebe ich, ja, aber nicht, wenn der Controller das macht. Das ist so, lass das mal besser sein. Nee, nee, nee. Okay. Gut. Dann geht das da runter. Gut. Ich komme aber mit der Lichtkugel da nicht hin. Und da unten ist die Lichtkugel da. Obenrum komme ich auch nicht. Oder ist das so? Ich habe, glaube ich, eine Idee. Das bedeutet, ich kann eventuell oben diese Lampen kriegen. Eventuell. Ich habe keine Ahnung, ob es geht, aber das ist so meine Theorie, meine Theodorie. Okay, wenn ich das da rein mache oder das da rein, hast du dasselbe in grün. Ich verstehe schon. Das bedeutet ihr nichts Gutes. So, ich muss ein bisschen weiter nach links, sonst komme ich hier gar nicht mehr hin. Ja, gar nicht mehr ist auch eine gute Sache. So, hier die Lampe hin, damit wir das gleich vielleicht zurückschaffen. Ich habe keine Ahnung. Und das ist natürlich viel zu weit. Okay, gut. Ich muss jetzt viel rumprobieren. Tut mir leid. Denn so richtig offensichtlich ist es mir nicht. Wenn du es jetzt schon erkannt hast, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, hast du von mir 2 Däumchen nach oben. Ich sehe es nämlich gerade gar nicht. Und das ist, ne, nicht geschauspielert, ich sehe es wirklich nicht. Glaub's mir, ich sehe es nicht. So, das ist mir erstmal wurscht, weil da kommen wir... Oh, es könnte klappen. Könnte, muss aber nicht. So, und geht's gut? Ja, wir kommen rüber, das ist sehr nett. So, damit haben wir das Licht da raus. Haben wir hier noch ein Licht. Damit haben wir jetzt insgesamt 4 Lampen. Wo ich immer noch keine Ahnung habe, wie wir diese jetzt nach links bringen sollen. Keine Ahnung.
Ich tendiere mal dazu, dass ich irgendwas übersehe, was ganz wichtig ist. Es muss nichts Großes sein, denn auch das Große in kleinen Dingen kann manchmal das Wichtige beinhalten. Wichtiges Geschwafel zwischendrin. Ja. Drei Lampen müssen nach links. Nur wie mache ich das? Denn es stinkt nach irgendwas, was ich jetzt gerade nicht sehe. Ja. Da oben, das macht mich ein bisschen... ich hab's, glaube ich. Ich hab's, glaube ich. Oder auch nicht. Nee. Man meint, ich hab es, aber ich hab es nicht wirklich. Irgendwie muss man die Kugeln hier ein bisschen höher platzieren, was natürlich gar nicht geht. Oh, das ist ein bisschen tricky. Ja, dann haben wir da wieder ein Licht. Das brauchen wir aber ehrlich gesagt gar nicht. Oder brauchen wir das vielleicht doch? Moment mal. Dann haben wir das da, dann haben wir den Raum da beleuchtet. Da könnte man theoretisch rein. Warum man das jetzt machen sollte, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Dann könnten wir hier links hin und diese Dinger aktivieren nur unterschiedliche Lampen. Diese Lampen müssen theoretisch und alle vorher aktiviert sein. Damit wir, wenn wir die letzte Kugel rechts einbauen, links durchkommen, würde heißen. Also, mal kurz, ich kann das leider gerade nicht zeigen, weil man sieht mich ja nicht. So, man ist hier, man hat hier alles drin, alle Lampen, funktioniert natürlich nicht. Doppelkommoppel geht ja natürlich auch gar nicht, ich hatte gerade so eine tolle Idee. Weil hier müssen wir die Kugel reintun, die geht natürlich dann nach links. Und dann müssen wir möglichst schnell nach links kommen, damit wir nach oben kommen können. Bedeutet, ich habe, glaube ich, die Lösung gerade ziemlich auf den Schweineaugen. Moment mal. Wir brauchen das auf jeden Fall. Wir brauchen aber nicht alle Kugeln hier zwischen. So, ich muss noch mal was testen. Ja, ja, ich weiß. Oh, ja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte nicht runterfallen, das gehörte nicht zu meinem Test. Das kann ich jetzt offiziell sagen. Was aber dazu gehört, ich wollte nicht, dass ich da nicht rüberkomme. So, stellen wir uns vor, wir haben hier diese Kugel, die setzen wir da rein. Versuchen dann rüberzukommen, was schon total schief geht. Das ist sehr schön. So, wir haben das hier. So, stellen wir uns einfach mal vor, wir haben da oben. So, dann gehen wir mal nach links. Ne, Moment, die Kugel brauche ich hier noch. So, gehen wir einfach mal hier rum und stecken. Na, lassen wir mal hier fallen, ist auch okay. So, gehen wir mal nach hier. Dann wird da alles dunkel. Die Lichtsäule bewegt sich nach links. So, jetzt muss ich mich mal beeilen, damit ich hier hinkomme. Und dann hier rauf. Aber das muss ich jetzt nochmal besser timen. Ja, weil ich Genie vergesse jedes Mal, dass es ja hier Licht und Schatten gibt. Sprich, da wo der Schatten ist, kann ich mich nicht bewegen. Das Grundprinzip dieses Spieles. Mein Gott, ich habe es mir immer noch nicht verinnerlicht. So. Gut, ich muss es jetzt einfach mal austendieren, sage ich jetzt mal so frech. Oh ja, das war sehr frech. Meine Güte. So freche Worte habe ich ja noch nie ver... Austendiert. Da hast du aber ganz schön tief in der Scheiß... Art geredet. So, wir kommen hier rauf. So weit, so gut. Wir können hier rüber, kommen da runter. Und müssten theoretisch jetzt alle Lampen hier anhaben. Theoretisch. Theoretisch. Ja. Weil hier kommen wir jetzt nicht mehr runter. Okay. Okay, dann ist man da. Okay, und da kann man... Da ist doch 100 Pro noch irgendwas da. Wie kriegt man am besten in dieser Welt diese Sachen nach da drüben? Ich habe keine Ahnung, aber es heißt, es hilft, wenn man sich 7 Dragon Balls zusammensammelt. Und daran erinnern mich jetzt gerade mal diese Dinger. Also diese Lichtkugeln. Wir müssten theoretisch wirklich in jeder was haben, weil sonst sind die Abstände zu groß. So weit kann man nicht mit der springen. Okay. Wie bringt man eine Lichtkugel hier hin? So geht's nicht. Kann man denn theoretisch? Kann man ja hier gleich rein. So, mach mal kurz den Luke hier auf.
so, dass wir auch hoffentlich wieder rauskommen. Hoffnung, hoffentlich so in Anführungs- und Schlusszeichelein natürlich. So, damit die Kugel da wieder rauskommt, müssen wir sie dann da rauskriegen. Okay, nochmal mal diesen. So, reingesprungen. Ziehen wir hier rein. Hoffe ich, dass sie jetzt wieder rüberkommen. Und ja, es hat funktioniert. So, dann habe ich noch eine Kugel hier. Gut. Ja, weil irgendwie müssen wir das Licht doch, ich sage mal, so porten. Anders kriegen wir das Licht doch gar nicht da weg. Oder? Das bewegt sich nach unten. Kann aber nichts mitnehmen. Das ist jetzt ein interessantes Rätsel, was ich ganz ehrlich im Basic gar nicht verstehe. Nein, so komme ich da natürlich nicht hin. Wie gesagt, es gibt noch eine zweite Variante, dass man gar nicht da oben auf der Plattform, wo die Kreuze sind, drauf muss, sondern hier unten. Und dann da oben mit einem Licht irgendwas machen kann. Aber ich sehe ehrlich gar nichts. Ich sehe sowas von gar nichts. Wie soll man das denn bitte bewerkstelligen jetzt? Das Licht lässt sich... Licht lässt sich lässig lässig. Ja, Licht ist lässig. Ich habe keine Ahnung. Und außerdem habe ich vergessen, den Timer zu stellen, wie ich gerade sehe. Ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, wie das klappen könnte. Licht und Schatten, lasst mich nicht im Stich. Ich will jetzt nicht schon wieder so komisch... Ah, so, da... Aber das Problem ist auch, wir können hier nichts erhellen über uns. Nee, wir kriegen das da oben nicht hell. Ich kann die Kugeln zwar alle hier hinbringen. Bringt mir aber nichts. Bringt mir sowas von gar nichts. Das leuchtet auch wirklich alles nur das da oben. Ja, alles. Das ist mies gerade. Wir kommen hier nirgendwo durch mit den Kugeln. Weil ich habe gerade überlegt gehabt, es könnte eine Finte sein, dass man da gar nichts reinpacken muss, dass man halt da oben lang gehen muss. Einer der beiden Wege muss aber richtig sein. Außer da befindet sich jetzt irgendwas, wo ich nicht sehe. Ja, das ist da. Aber ich kann diese Leuchtkugel nicht mitnehmen. Das ist etwas irritierend. Oder habe ich da wieder was übersehen? Ich weiß, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich befürchte, dass ich was übersehe. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich probiere das jetzt erstmal offscreen, weil... Wobei, ich habe jetzt auch... Nein, ich habe bisher in dem Spiel nicht gelöst in irgendwelchen Walkthroughs. Da kann man sagen, was man will. Das ist doch bestimmt nicht so schwer, wie es aussieht. Man kommt da runter, okay, dann geht das Licht nach links. Man hat drei Versuche, alles nach links zu beschaffen. So wirkt es auf mich. An der Stelle jetzt. Aber es macht nur links alles hell. Ich habe eine Idee. Die Lichtkugel. Nee, funktioniert gar nicht. Ich dachte, wir könnten links eventuell die Lichtkugel auf die Säule legen. Dann kommt die andere und schiebt die hoch. Das ist ja egal. Licht und Licht erhebt sich. Aber das Problem ist ja das hier schon. Es geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. So, und da bin ich auch wieder. So, nach etlichen Versuchen und Rests und hast du nicht gesehen, bin ich endlich auf die Lösung gekommen. Ich war schon sehr nah dran, muss ich sagen. Ich war sehr, sehr nah dran. Denn die Lösung ist genau das Problem. Die Idee, die ich nämlich hatte, hier sieht man das jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es auf Anhieb hinkriege. Hatte zumindest so von der Theorie her geklappt, nur ich will das natürlich mit euch hier machen. So, ich musste nicht oben das Ganze aufrechterhalten, sondern unten. Das war die Idee hinter dem Ganzen. Zumindest so in meiner Theorie. In der Praxis sieht man natürlich jetzt gerade wieder, dass das nicht so ganz aufgeht. So. So, dass man hier wieder rüberkommt. Das ist der Clou an der ganzen Geschichte. So, nee, doch, so ist richtig, so ist okay. So, Kugel hier rein. Runtergefahren. Hier nicht mehr raufgekommen und schon ist das Ganze verkackt.
Ach, verdammt. Nee, nee, jetzt kann ich das nochmal verschauen. Ah, verdammt. Das ist aber der Clou. So funktioniert das auf jeden Fall. So. Schawupp, schawip, schawai. Moment. Ah, mach mal erstmal den hier. Ja, dann rutschen wir runter. Ist auch sehr schön. Das Runterrutschen ist so eine Eigenschaft von Spielen und den Charakteren. Also, ich habe jetzt wirklich nur geguckt und versucht. Jetzt funktioniert es natürlich wieder auf Anhieb nicht. So, ja, okay, mach mich jetzt so. Komme ich ja auch noch drüber. So. Dann der zweite. So. Wobei. Oh wei, oh wei, oh wei. So, so und so. So, so und so. So, 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 so. So, 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 so. Nein, so kommt man auf jeden Fall hier rüber. Und so kriegt man theoretisch auch alle anderen Kugeln hier rüber. So. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass ich, im Prinzip geht nicht anders. So, ja. Schnappe ich mir die Kugel. Ist jetzt eigentlich, nee, ich nehme mir die, die ist mir doch jetzt lieber. So, nehme ich die Kugel, komme ich hier runter, schwupp, so rüber. So, und hier die Kugel. So. Denn das Fiese an der Geschichte ist nämlich leider, und das geht leider nicht anders. Man muss, man hat kaum Zeit jetzt gleich alles zu erledigen, aber das muss so geschehen. So. Schwupp, schwupp. So, und jetzt sputen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auf Anhieb hin. Oh mein Gott, ich habe nicht nochmal Bock, das Ganze zu machen. Hehehe. So, rüber. So, und zack, eins. Und zack, zwei. Nein, oh Mist, das ging jetzt schief. So, das sollte jetzt noch hinhauen. So, geht doch. Und zack, rauf. Yeah, trotz einem kleinen Ruckeln habe ich das jetzt hingekriegt, meine Herren. So muss man das machen und nicht anders. Meine Herren, ich springe jetzt sicherheitshalber, damit ich nicht noch hier runterfalle. Das ist fies. So. Gehe ich mal hier rein. So. Meine Herren, alter Schwede. Da war ich so nah dran. Nur andersherum. Weil wesentlich leichter war das jetzt auch nicht, aber okay. Okay. Damit haben wir das letzte Level hier mit dem kleinen Mädel hinter uns gebracht. Wobei ich immer noch nicht verstehe, was der Maskentyp da eigentlich ist. Wow. Ein Herz.